Karin. Gute Nacht, kleiner Donner. Hat mein Nest weggespült. Aber überall, wo ich danach bleiben wollte, haben mich die Tiere des Waldes verjagt. Die denken nur an sich. Du bist doch nicht so wie die, oder? Naja, ich... Ach, übrigens, kleiner Mensch, der meine Sprache spricht. Wie heißt du? Yakari. Und du? Hey! Großauge heiße ich. Mach's gut. Du auch, Großauge. Hey, mach, dass du aufkommst, du. Was macht denn dieses Tier in unsere Tippi? Kusch! Oh nein, das gibt's nicht. Wirft dir alles um. Großauge? Alles hier habe ich nach was zu essen abgesucht, aber die Menschen hier sind leider auch nicht viel besser als die Tiere im Wald. Ständig jagt man mich weg. Wilde Tiere haben auch im Dorf nichts zu suchen. Na, aber sicher doch, Yakari. Hier gibt es einfach alles, was ich zum Leben brauche. Man wird dich hier genauso wieder wegschicken. Da mache ich nicht mit. Ich gehe auf gar keinen Fall wieder zurück in den Wald. Wo dieser schlimme Grizzly zu Hause ist, weißt du nicht, dass er mich fressen will? So ein Tier wie ihn habe ich noch nie gesehen. Ein Katzenfred, sagst du? Ja, kleiner Donner. Und wenn er zu lange bei uns Menschen bleibt und wir ihn immer füttern, wird Großauge abhängig von uns und verliert seinen Überlebensinstinkt. Aber warum hat er eigentlich den Wald verlassen? Das erzähle ich dir später. Lass uns schnell los, bevor er aufwacht. Er hat ziemlich viel mitgemacht. Der schnarcht ja fast noch lauter als Fettauge. Wir müssen ein neues Zuhause für ihn finden. Denn sonst passiert es, dass er ins Dorf zurückkommt. Wir setzen ihn auf einen Baum ab und reiten zurück. Hier sieht es doch nett aus. Sage nein, kommt nicht in Frage. Diese Lichtung gehört nur dem großen Krickrack. Krickrack, warum bist du so gemein? Der Wald gehört doch uns allen. Dein Freund sollte lieber nicht so gemein sein. Was? Meinst du Großauge? Ja, ihr werdet nirgendwo jemanden finden, der diesen dreisten Kerl aufnimmt. Also verschwindet hier, husch, husch. Aber was hat dir Großauge getan, Krickrack? Keine Zeit für lange Erklärungen, kleiner Siux. Ich für meinen Teil muss eben etwas tun für mein Essen. Nun haut schon ab. Wenn ich ein Katzenfred wäre, würde ich mir diese Stelle aussuchen. Hier kann man sich sehr gut verstecken und die Umgebung beobachten. Na, dann weck ihn doch jetzt auf und frag... Lass das ja bleiben! Wenn ihr diese Nervensäge weckt, steckt er doch nur wieder überall die Nase rein. Und macht sich in unseren Nestern breit. Und futtert uns alles weg. Och, wie gemein von euch. Redet doch nicht so schlecht über ihn. Doch, doch, denn er soll hier verschwinden. Den brauchen wir nicht. Alles durcheinander. Und frisst sich rund. Los, bringt ihn bloß weg. Und zwar so weit weg wie möglich. Hier ist es doch schön. Ja, das gefällt mir hier auch sehr. Und für ihn wäre es perfekt. Was haben diese Eindringlinge in meinem Revier zu suchen? Oh. Fischbeißer! Yakari! Mein Freund! Fischbeißer! Wir haben uns lange nicht gesehen. Boah, und das kleine Pferdchen ist auch da. Yakari hat mir letztes Jahr so geholfen. Ich stehe tief in seiner Schuld. Das ist wirklich sehr lieb, Fischbeißer. Ich wollte dich nämlich was fragen. Nur zu, mein Freund. Es ist so gut wie erledigt. Es ist was für meinen Freund da. Nein! Du hast gesagt... Nein! Ich lege viel Wert auf meine Ruhe. Dieser kleine Quälgeist hat meine Höhle verwüstet und sein kieksiges Geschrei treibt mich noch in den Wahnsinn. Er ist doch genauso mein Freund wie du. Gut, er ist dein Freund, dann sind wir keine Freunde mehr. Er oder ich. Lassen wir deinen großen Freund lieber in Ruhe, Yakari. Ah!
Unser Schützling hat sich überall unbeliebt gemacht. Es wird schwierig werden, ihn irgendwo unterzubringen. Er kann aber unmöglich wieder mit ins Dorf zurück. Lass uns mal eine Pause machen. Hey! Krickrack? Oh, wie wär's mit einem Stück von dem Pemmikan hier? Na, willst du? Ich geb's dir, wenn du mir sagst, was du über Großauge weißt. Na ja, gut. Gut, hör zu. Dein Freund da, weißt du, dass er von sehr weit herkommt? Aber Krickrack, das ist doch kein Grund, ihn zu verscheuchen. Dieser Schnuller steckt seine Nase wirklich überall rein. Er ist ja die ganze Nacht unterwegs und stört uns mit seinem Rumgestöber. Du hast recht, das stimmt wirklich. Das war im Dorf ganz genauso, nur... Nur ist das noch nicht alles. Bei mir hat er alles auf den Kopf gestellt und dann auch noch meine Vorräte weggefuttert. Und so einen nennst du deinen Freund? So schlimm war es sicher nicht. Du übertreibst doch wieder. Nichts da, ein Gauner ist ein gemeiner... Es ist nicht nett, so auf einem kleinen, wehrlosen Tier rumzuhacken. Ach, keiner will diesen Plagegeist hier länger sehen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, sieh mal an, du bist auch hier. Hallo, Krickrack. Hilf uns, einen Platz für ihn zu finden, bitte. Was? Na, wieso das denn? Solange du mir dafür nichts anbietest? Nein. Ich würde dazu ja auch gern noch mal was sagen. Lass lieber Yakari reden. Wer bist du denn? Hilf uns, Krickrack, und ich werde dir zeigen, wo so viele köstliche Kirschen wachsen, dass du es niemals schaffst, sie allein aufzuessen. Was? Kirschen, sagst du da? Einverstanden. Muss ich euch jetzt eigentlich alle durch die Gegend tragen? Sei still, da vorne ist es schon am Ende des Weges. Und du bist sicher, dass hier wirklich kein anderes Tier wohnt, Krickrack? Völlig sicher, nicht ein einziges Tier wohnt hier, das lebt. Und ihr werdet auch bald verstehen, warum. Oh, ich will wieder zurück in Yakaris Tipi. Jetzt seid gefälligst mal leise. Oh, nein. Aber hier muss jemand sein. Der Gesang beweist es. Es ist aber niemand da. Die Stimmen, die wir hören, stammen von den Tieren, die ins Reich der Ahnen gegangen sind. Es sind ihre Geister, die so singen. Dein Freund kann sich gerne hier niederlassen, da wird ihn keiner stören und umgekehrt auch nicht. Er wird ganz allein sein mit den Geistern. Ich habe mein Wort gehalten. Jetzt bist du dran, Yakari. Also, wo sind die Kirschen? Die findest du am Rand des Waldes, ganz nah am Dorf der Siux. Guten Hunger, Krickrack, und danke. Die Geistergeschichte glaube ich nicht. Es muss eine andere Erklärung für diese geheimnisvollen Klänge geben. Wenn wir sie finden, ist das dein neues Zuhause, Großauge. Suchen wir also die Sänger, die sich hier anscheinend verstecken. Hört ihr das Singen? Das kommt von da hinten. Wartet hier auf mich. Ich hatte recht. Ganz klar, es kommt von da unten. Und hier ist auch ein Eingang. Bauch der Erde. Und hier geht es nicht weiter. Es sei denn... Ja. Der Brocken bewegt sich also nochmal. Oh nein! Yakari! Yakari ist in diesem Loch verschwunden. Nur du kannst da hineinklettern und nachschauen, was mit ihm passiert ist. Wer? Ich? Geh und such meinen Freund, unseren Freund. Schließlich ist er deinetwegen reingegangen. Nur Mut! Da! Yakari! Wie schön diese Höhle ist! Yakari! Wo bist du? Ich bin gekommen, um dich vor den unheimlichen Geistern zu retten! Komm her, Großauge. Wie? Ich bin
weiß jetzt, wo die geheimnisvollen Gesänge herkommen. Ja, Kari? Komm, ich zeige es dir. Die Gesänge, die wir da oben gehört haben, sind keine Stimmen von Geistern. Es ist Luft, die wie bei einer Pfeife durch die Säulen bläst. Der Wind steigt hier hoch und bringt die Säulen zum Singen, was die hohe Grotte noch verstärkt. Schau mal, Großauge. Verstehst du? Oh, ja, natürlich, es sind die Steine, die singen. Dann wird das mein Plätzchen, hier bleib ich gern. Oh, und die Lichtung da oben soll Großaugenlichtung heißen. Und wenn du jetzt auch noch Freunde unter den anderen Tieren finden willst, dann respektiere ihre Grenzen und fall ihnen nicht auf die Nerven. Hey! Versprochen, Yakari. Und danke für alles. Komm mich doch bald mal besuchen. Ja, versprochen, Großauge. Auf Wiedersehen, Yakari. Weißt du, stiller Fels, diese Höhle ist wie ein Wunder. Der Wind bringt die Steine zu sehen. Ich frage mich, ob es die Lichtung der Geister ist, von der unsere Vorfahren schon sprachen. Was ist, Yakari? Hast du Geister gesehen? Keine, nur einen kleinen Quälgeist und den sollte man nicht stören.